Ja. Ja, wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Heute startet die neue Live-Trading-Webinarreihe 2018 und wir beginnen natürlich mit Thorsten Helbig. Darauf freue ich mich sehr. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir tatsächlich anfangen, einmal natürlich obligatorisch den Risikohinweis. Er muss an der Stelle sein, denn der eine oder andere Trade könnte heute gemacht werden. Und dieses Webinar dient letztendlich zu Schulungszwecken. Sie sollen und müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis. Und wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen, dann können Sie kurz pausieren. Gut. Ja, Sie sehen auch hier, jetzt bei mir müsste das übertragen werden. Genau. Den Slider mit den Profi-Tradern, mit denen wir die Webinarreihe dieses Jahr machen. Und ja, dann an der Stelle. Guten Morgen, Thorsten, nochmal offiziell. Schön, dass du heute hier mit uns dieses Webinar machst. Und wenn du soweit bist, dann würde ich jetzt den Bildschirm übertragen. Ja, guten Morgen von meiner Seite. Mal gucken, welchen ihr überhaupt seht. Wir sehen die Plattform jetzt. Wir sind ja, ich bin ja nicht bei FX Flat, wir haben ja zwei Schirme. Und jetzt bin ich doch etwas erstaunt hier und Helmut D., Österreicher, logisch, was sonst? Sagte, hat das Gleiche eben gerade als Frage reingeschrieben, wie Risiko. Was gibt es hier für ein Risiko? Das wusste ich noch gar nicht. Das hätte man mir mal vorher sagen sollen, bevor ich in die Börse bin. So, also von meiner Seite guten Morgen in die Runde. Heute Morgen einmal ohne Webcam. Ich weiß nicht, wer das letzte Mal dabei war. Da haben wir mit einer Webcam gearbeitet. Da konntet ihr mich hier unten sehen. Heute verzichte ich da drauf. Ich habe es leider nicht geschafft. Mein Wecker hat zu spät geklingelt und mein Nagellack ist noch nicht trocken. Deswegen habe ich damit etwas Kummer. Nee, ich bin zu blöd mit der Technik umzugehen. Ich habe jetzt beides probiert. Ich habe eine Webcam übers Handy und eine ganz normal von Logitech so ein Ding laufen. Ich kriege sie beide nicht zum Laufen. Ich kann euch nicht sagen. Warum nicht? Tut mir leid. So, wir sind in den Morgenstunden und in den Morgenstunden heißt es immer Scalpen mit System. Das heißt, Scalpen mit System. Wir suchen uns aus größeren Bewegungen ein kleines Stück mit größeren Positionen heraus. So heißt es ja in der Definition, sofern man von der Definition reden kann. Was machen wir da für ein Spielchen? Wir arbeiten. Ich weiß hier, der ein oder andere, der kann das wahrscheinlich schon nicht mehr hören, wenn ich so in die Liste gucke hier, in die Fragesteller, sind ja doch einige dabei, die schon länger Kunde sind und mit uns arbeiten. Die kennen das Regelwerk logischerweise auswendig, aber wenn wir so eine Veranstaltung machen, so wie heute hier, so eine Informationsveranstaltung und wie man das auch nennen mag, erklären wir unser Regelwerk, wie arbeiten wir und welchen Ablauf haben wir da drinne. So, das heißt, als erstes mal, um zu schauen, das hier ist unsere Webseite. Dort findet ihr alle nötigen Informationen über uns mit allem drum und dran. Hier seht ihr auch mal, wenn das nächste Webinar stattfindet. Habe ich natürlich verpennt. Ich glaube, ich habe das heute Nachmittag noch nicht hinterlegt. Heute Nachmittag findet noch eins statt. An alle, die hier sind, sind herzlich dazu eingeladen. Ich würde Ihnen gerne einen Teilnahmelink zukommen lassen. Wenn Interesse besteht, dann bitte eine E-Mail-Adresse über dieses Formular hier unten. Hier gibt es ein Kontaktformular. Darüber bitte uns kontaktieren, dann würde ich zusehen, euch einen Link zukommen zu lassen. So, dann
haben wir dort auch als erstes Termine, unseren Wirtschaftskalender, den gucken wir uns heute mal an. Zack, bis 14.30 Uhr haben wir ziemliche Ruhe. Ob der Weidmann nur spricht oder in China fällt ein Sack Reis um, das ist eigentlich ziemlich egal. Also Lagerbestände und ansonsten da haben wir heute nicht allzu viel zu tun. Alexander, bitte eine Mail über dieses Kontaktformular hier unten, weil der Chat, der jetzt hier drin steht, da kann ich nichts mit dir anfangen. Der Chat ist heute nachher nach dem Webinar, wenn ich hier 8:45 oder 9, so gegen 9 irgendwie das Ding beende, ist der Chat weg. So, was handeln wir in der Regel? Ach so, was machen wir noch? Ja, wir kümmern uns jetzt erstmal um den Handel. Wir haben, wie ihr seht, nichts weiter als Indikation, haben wir nichts weiter drinne als entweder rote oder blaue Farben und eine Wolke. Das ist alles. Mehr benutze ich für meinen ganzen Handel nicht. Alle anderen Tools, Zusatztools, Indikationen, alle anderen Werkzeuge, die wir benutzen, die kann man bei uns lernen. Für dieses Lernen, da gehe ich nachher nochmal drauf ein, für dieses Lernen gibt es bei uns unsere sogenannte Analyse. Analyse bringt uns bei, wie wir lernen können, wie wir handeln können, wie wir analysieren können. So, unser Regelwerk sagt in der Regel, der Hintergrund sagt uns, wie sind übergeordnete Jungs gebürstet im Moment, wie sind die unterwegs, sind die eher long-orientiert, sind die eher short-orientiert und unsere Wolke begleitet uns. So, das heißt, unser Regelwerk sagt, erste Frage, haben wir übergeordnet einen Trend? Ja oder nein? Und übergeordnet haben wir den Abwärtstrend, den wir gestern Nachmittag angetreten sind oder gestern Abend hier angetreten sind, haben wir diesen Abwärtstrend gerade überwunden, obwohl ich von überwinden noch nicht reden möchte. Wir scheitern gerade an diesem Zielbereich hier oben. Wir haben hier Zielbereiche drin. Bitte jetzt nicht mit Fragen zuballern hier, wie entstehen die Linien, was ist das für eine Wolke, was sind da für eine Linien drin, was bastelt ihr da rein, wie. Ganz einfach, geht euch gar nichts an. Aus zweierlei Gründen. Ich habe eine ganz besondere Art oder eine etwas ausgefallenere Art, mit Leuten zu arbeiten. Sich das herauszuarbeiten, was da drin ist, kann man dann machen, wenn man es beherrscht, wenn man es benutzen kann. Dann kann man sich mal Gedanken darüber machen. Ich würde jetzt in diesem Fall, obwohl alles blau ist, unsere Wolke nach oben zeigt, würde ich jetzt diese Nummer hier nach Zielbereichen durchziehen. Wir haben Bewegung, Korrektur. Bewegung, Korrektur, wir sind wieder an den Zielbereich gelaufen. Eins, zwei, drei, jetzt das vierte Mal gescheitert. Wenn wir jetzt hier runterlaufen sollten, das Tief jetzt brechen, so wie jetzt, hole ich mir eine Short-Position. Stop ist auf 10 Punkte, will ich aber nicht. Wir gehen auf 6,4. Reiner Zielbereichshandel hat mit meinem Regelwerk nach Euro pro nichts zu tun. Das hat jetzt was damit zu tun, dass wir hier 1, 2, 3, 4 mal dran gescheitert sind. Und wir haben es 54, sprich um 8 kann hier gleich jede Menge passieren. Take Profit brauchen wir nicht so weit ziehen. Ich arbeite liebend gerne mit Stops. Und versuche dann aus so einer Position auch eine länger laufende Position zu machen. Heißt, wenn er hier unten, hier liegt mein B-Trail-Stop. Das heißt, wenn er jetzt hier unten an die 91 laufen sollte, da sind wir 12 Punkte vorne. Wenn wir 12 Punkte vorne sind, gibt mein Stop Break-Even. Hier unten lasse ich ihn auf Break-Even springen und ich will raus aus dem Risiko. Ja, jetzt kommen hier ein paar Meldungen rein. Ja, nach 5 Minuten ABCD fertig, klar. Weiß ja nicht, wo du das gelernt hast. Ich habe nur eine Vermutung. Schönen Gruß nach Thailand übrigens.
Dann ist da ein 38 Retracement und ein 22 ist ein starker Widerstand und. Ja, das kann man sich alles rausarbeiten, alles ganz gut und schön, ist aber nicht mein Regelwerk, ist nicht mein Handelsansatz, ist auch nicht meine Denkweise. Ich arbeite nicht so kompliziert, sondern wenn ich eine Position drin habe, so wie jetzt, wenn die nach meinem Regelwerk laufen sollte oder auch nicht, dann habe ich Zeit, mir übergeordnete Marken zu suchen. Das ist aber für Anfänger, Newcomer, etc. etwas übereilt und etwas zu früh. Short ist jetzt voll Granate gegen den Trend. Ja, ist ein reiner Zielbereichshandel, deswegen die Positionsgröße auch sehr klein. Aber ich würde es probieren. Ist ein Versuch wert. Wer es nicht probiert, wenn er hier runtergelaufen wäre, hätten wir als erstes schon mal unsere Break-Even und hätten dann nach Euro-Pro die Position aufstocken können. Und mit dem frühen Einstieg hätten wir uns schon so weit gesichert, dass wir die Kohle drinne haben, die wir dafür brauchen. Vielleicht war ich jetzt auch mit dem Stop nur zu geizig, weil es nämlich haargenau auf den Tick genau an den Zielbereich gelaufen war. War ich wahrscheinlich zu ungenau. Um auf die Fragen einzugehen, Demo oder Live, wie man sieht, oder vielleicht kann das ja Nelson nachher, aber man sieht es ja auch hier, Live-Server, bei uns ist alles live. Alles. Ich handle nie im Demo. Wenn ich im Demo handeln würde oder im Demo handle, dann würde ich das auch bekannt geben. Dann ist das nur zu Übungszwecken, um ein Werkzeug, also eine Plattform zu trainieren oder sonst irgendwas. Ich bin immer der Meinung, Demokonten sind nur dafür da, um die Plattform kennenzulernen. Das Werkzeug kennenzulernen, was ich benutze, was mache ich mit der linken Maustaste, was mache ich mit der rechten Maustaste, was mache ich hier, was mache ich da, wie ziehe ich einen Stop, wie lösche ich einen Stop. Ist ja euer Lieblingssport, ne? Oder bei den meisten ist das ja ein Lieblingssport, wenn CBH, ne? Cancel before hit. Wie kann ich einen Stop löschen? Wie kann ich einen Stop verziehen? Wie kann ich eine Position halbieren? Wie kann ich eine Position verdoppeln? Wie kann ich für eine Teilposition eine Teilposition rausnehmen? Und. Das sind alles Sachen, die ich im Demo machen kann, um hier zu trainieren. Was mache ich links? Was mache ich rechts? Wenn ich handeln will, eine Handelsstrategie probieren will, dann muss ich das im Live machen. Das erzähle ich jedem Kunden, jedem Interessenten, der mit uns zusammenarbeiten will, den ich in der Regel auch selber begrüße, erzähle ich das grundsätzlich auch am Telefon. Es muss im Live passieren. Wir machen uns im Kopf sonst viel zu viel kaputt. Wir machen im Demo alles falsch, was wir nur falsch machen können. Alles. Wir werden Stops löschen, wir werden Stops rausnehmen, werden dann wahrscheinlich Geld verdienen, weil der Kurs dreht ja immer wieder mal. Dann haben wir Geld verdient und sind der Meinung, wir haben alles richtig gemacht. Weil wir Geld verdient haben, haben wir alles richtig gemacht. Nein, das ist falsch, sondern wir müssen es hier trainieren. Warum jetzt auch keiner um die Ecke kommt, der mir jetzt irgendwie erzählt und sagt, ja, ich behandle mein Demokonto genauso wie mein Live. Nein, brauchst du mir nicht erzählen. Eine Gummipuppe von Beate Use behandelst du auch nicht wie deine Freundin. Definitiv nicht. Ja, ich weiß, es kommt gleich Protest. Hey, 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 sowas habe ich gar nicht. Weiß ich doch, war ein Gag. So, das war kein Einstieg nach Euro Pro. Das war ein Einstieg, mein lieber Lars H., nach Zielbereichen, weil er das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal, das vierte Mal den Zielbereich angelaufen ist und das vierte Mal drohte daran zu scheitern. Deswegen war es mir ein Versuch wert. Das zu probieren. Wir haben es 7.59 Uhr. Jetzt müssen wir die eine Minute mal abwarten, was jetzt gleich abgeht. Haben wir einen nach Euro Pro? Nach Euro Pro ist es nach Euro Pro haben wir hier die Korrektur und den Trendbruch haben wir hier vollzogen. Und hätte man hier genau in diesem Bereich auch ebenfalls long gehen können, nach Euro pro sogar long gehen müssen, über dieser Kerze. Diesen Zielbereich so dicht vor der Nase, der würde mich aber davon abhalten.
Andreas G., Dr. Andreas G., bitte, bitte ein Kontaktformular ausfüllen, eine Mail schicken. Der Chat hier ist nachher weg. Ich kann euch erst heute Nachmittag zu dem Webinar einladen. Die Situation hier ist mir zu verzwickt. Ich bin sonst in keiner Form irgendwie ängstlich, aber in diesem Bereich überwiegen in der Regel erstmal die Zielbereiche, die dann nochmal durchlaufen werden, wenn er an so einer Nummer hier scheitert. Deswegen habe ich diese Position, habe ich mir hier für die Short-Position entschieden, weil er hier viermal dran gescheitert ist. Hat nicht funktioniert. Okay, klar kommen dann immer die Fragen auf, funktioniert das überhaupt? Ich habe mich natürlich logischerweise für heute etwas vorbereitet, aber nur ein bisschen. Und zwar haben wir ja, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, das weiß Nelson besser als ich. Wir haben ja dieses Konto, haben wir gemacht vor, ich weiß gar nicht, ich hab heute Morgen mal geguckt, ich habe mich nämlich gestern auszahlen lassen, so wie immer zum Beginn des Monats. So, ich habe dieses Konto gestartet am 13.12. bei JFD, damit ich, um den Fragen wieder vorzubeugen, live oder Demo, Konto 13.12. gestartet, Einzahlungen 1.000 Euro, Auszahlungen 1.790, Gewinn und Verlust sind 1.985, davon sind 1.500 direkt zu uns gegangen, der Rest sind Steuern, die direkt abgeführt werden. Nelson kann mich gerne korrigieren, wenn das so sein sollte. Und das ist die Historie von diesem Live-Konto, welches wir hier handeln. Nur der Name des Brokers vorhin. Irgendwie war hier ist falsch rübergekommen, glaube ich. Wie bitte? Ich sag, der Name des Brokers vorhin, der ist irgendwie falsch rübergekommen gerade. Von FXLED? Ja, da, das ist richtig, ja. Aber oh, du hast okay. Einen anderen genannt. Sorry. Ja, alles klar. Okay, aber das ist eben dieses Live-Konto und dann sieht man eben, da handelt man auch mal ein paar Positionen, die mal ein bisschen länger laufen und so weiter. Wie arbeiten wir mit solchen Mitteln? So, ich würde jetzt sogar, das, was ich eben gerade gesagt habe, wir hatten hier den Stop, mit dem Stop waren wir wahrscheinlich zu geizig, weil solche Positionen hier laufen sehr gerne. Ganz kurz hier oben rüber, wir haben es hier 8 Uhr, hier haben wir es 8:01 Uhr. Und solche Fakes, schade, dass er jetzt erst gekommen ist, solche Fakes sind in der Regel prädestiniert dafür, dass er uns gleich die entgegengesetzte Nummer macht. Und die würde ich jetzt auch relativ schnell wieder eingehen. Dieser Fehlausbruch, den handle ich oft sehr direkt. Deswegen vorhin die Aussage, hier war ich wohl zu geizig. Ich hätte den Stop bei 10 Punkten lassen müssen, um solche Fakes hier ganz kurz abzufedern. Diese Bereiche, diese Zielbereiche und das ganze Template, so wie wir es handeln, kriegen alle Kunden, die bei uns in der Community Kunden werden oder Kunden sind, kriegen dieses Template, das Regelwerk dazu oder kriegen sie in Form von einem Handbuch zugeschickt und wird alles fertig eingerichtet. Wir haben einen eigenen Support, der kommt per Fernwartung bei euch drauf. Und richtet euch das alles ein und hilft euch auch dabei, wenn er das zerschießt. Genauso wie ihr das ja von dem Service von FXFlat auch gewohnt seid. Äh, 15 Punkte wären zu viel gewesen. Ich bin hier rein bei der 1,22,4 und wir waren bei der Lutz, gucken wir uns das Spiel auch mal an. Das war die Position, die ziehen wir da mal rein. So. Dann sieht man das ja.
Da bin ich rein, zack. Da bin ich ausgeführt worden, 1, 22, 3, hätte gelangt. 10 Punkte, wenn ich die 10 Punkte gelassen hätte, so wie sie vorher waren, hätte es gelangt. Deswegen ist meine Plattform auch auf 10 Punkte voreingestellt. 10 Punkte Stop, 20 Punkte Take Profit. Das heißt nicht, dass ich die 20 Punkte Take Profit immer mitnehme, sondern das ist eher dafür da, damit ich abgesichert erstmal in den Markt komme. Das heißt, wenn ich auf den Knopf drücke, die Position im Markt gehe, soll sie in beide Richtungen abgesichert sein. So. 5 Minuten sind wir immer noch im intakten Trend. Das heißt, dort haben wir noch gar keine Chance, uns irgendwo zu orientieren. Nach Euro Pro wäre das hier jetzt verfrüht nach dem Regelwerk, das uns jetzt hier veranlassen könnte, einen neuen Versuch zu starten. Wenn er jetzt hier hochlaufen sollte bis an den 50er, würde ich es mir überlegen, die Position nochmal zu starten. Wenn er hier zurückläuft bis in diesen Bereich, bis in die 0,5, würde ich den nächsten Versuch starten. Ich muss mit diesen 10 Punkten auskommen. Wenn ich jetzt hier drunter gehe, komme ich mit 10 Punkten Stop nicht aus. Das ist mir zu wenig. Parallel dazu, ja, den DAX beobachte ich parallel dazu. Wenn der fällt, gehe ich im Euro selten short. Wir begleiten sowas auch im Blog. Ja, das ist richtig. Wir haben einen eigenen Blog, wo wir Leute von uns, die das Servicepaket, also unsere Webinare und so weiter, buchen. Die kann man buchen. Erkläre ich nachher gleich, wie man das macht. So. Und da begleiten wir dann unsere Position. Das ist gestern. Wir haben DAX bei 13.350, haben wir welche DAX-Positionen geschortet, die wir gestern auch super rausnehmen konnten. Da sieht man noch ein bisschen was über den Euro. Und wir haben den DAX gestern Nachmittag wieder geschortet. Bei 2,16 haben wir die Position aufgestockt, 13.216 und 20 Punkte Stop oben drüber. Ziel mindestens 13.050, die hat er nicht geholt. Aber kann man in den Aufzeichnungen von den Webinaren gestern Nachmittag sehen. Wir haben dann gestern Nachmittag den Euro gelongt bei 1,2217. Um 14.55 Uhr haben wir die Position hier platziert. Kann man die regelmäßig nachlesen bei 22,17. Da haben wir noch ein bisschen was über Dow Pro und dann haben wir den Stop um 19.53 Uhr, als er anfing zu kippen, weil als hoch haben wir uns gestern früh rauskristallisiert, die 1,2283, die zeige ich euch auch gleich, wo die herkommt, 2283, die hat er gestern geholt, gestern Abend, und dann haben wir 19.53 Uhr gesagt, der Stop geht jetzt auf die 60 und da ist dann die Position auch zu sehen. Da ist sie drinne. Wir haben genau diesen Korrektur, diese kleine Korrektur hier benutzt. Moin Kleiner. Wir haben genau diese Korrektur hier benutzt nach dem ersten Bruch. Hier haben wir die Aufwärtstrenddefinition gestartet. Hier haben wir die Korrektur. Und dann haben wir gestern Abend den Stop nachgezogen, hier auf die 60, genau da drunter, unter dieses Tief.
nachdem er genau die Hochs geholt hat, hier in diesem Zielbereich gescheitert ist, dann zurück und dann haben die Position da rausgeschmissen. Von der 17 bis zur 16 waren 43 Punkte. Das hat uns gestern für den Tag auch gelangt. So viel dazu. Das kommt davon, wenn man zu viel erzählt. Warum sagt hier keiner was? Okay, die 50 hat er nicht geholt. Die 38 war mir zu wenig. Selbst schuld. Aber er zieht die Nummer Ws durch. Dietmar G., hier fangen die Zielbereiche anders an. Genau, schick mir dazu bitte eine Mail oder zieh ein Ticket. Du bist der Kunde bei uns, dann hast du ja einen Zugang zum Ticketsystem. Dann zieh bitte ein Ticket und dann kümmert sich Ralf darum, dann erklärt dir das. So, hier hatten wir den Trendbruch, dann den Rücklauf an unsere Wolke. Was da gefehlt hat, ist der rote Hintergrund. Den hätten wir dafür jetzt gebraucht. Wäre schön gewesen. Mir war der Rücklauf hier noch zu wenig. Da der Hintergrund gefehlt hat, muss ich mir andere Unterstützungen für meine Meinung, für meine Richtung suchen. Und das wäre der 50er bzw. 61er Level dieser Bereich hier gewesen, um die Position handeln zu können. Das war mir einfach zu schwach. Und dann den Rücklauf bis dahin, dann darunter einstoppen lassen und Ziel, der untere Zielbereich hier unten, die 64, und dann ist der Tag auch ziemlich gut gelaufen. Hier sind ja ein paar Leute von uns dabei. Wer handelt denn diese Position im Moment mit? Oder wer handelt die? Von mit kann ich ja nicht reden. Tobi und Fernando, Daniel, jo. Ja, also wenn ich hier mal ganz grob drüber gucke, sind das fast alles Europroler, die ihr jetzt die jetzt hier dabei sind. So, warum bremst er jetzt? Warum bremst er jetzt genau hier in diesem Bereich? Genau, wir haben einmal hier den Zielbereich und wir haben hier aus der ersten Bewegung dann hier die Extension, die ja hier auf dem Tick genau angelaufen ist. Schön, dass ein paar Leute auch was gelernt haben bei uns. Und wir haben A, B, C, D. Diese Nummer hat genauso gut funktioniert. Da jetzt sollte er ein, zwei Korrekturkerzen bitte hinlegen und wieder zurücklaufen bis dahin. Dann ist auch unser 5 Minuten da. 5 Minuten ist schon mal auf Rot gewechselt. Und dann, wenn wir jetzt die nächste Korrektur kriegen, kann man das probieren. Aber www.ufbas.de, wie weit können wir fallen? Wir haben einmal unseren Zielbereich da unten. Das zweite ist, dass er diese gesamte Aufwärtsbewegung jetzt eventuell nur auskorrigiert. Das heißt dann, aufpassen, dass er den nächsten Schub bis dahin macht und hier eventuell schon bremst, hier in diesem Bereich. Aufpassen. Das heißt, wenn man jetzt so eine Position, wenn man da jetzt eine Position reinpackt nach Europro, unser Regelwerk fängt jetzt an zu greifen, unsere Wolke ist rot, der Hintergrund ist rot. Wenn diese Nummer jetzt anfängt zu greifen, hier unten aufpassen.
da, diese Kiste können wir rausnehmen. ABCD ist ebenfalls durch. Und jetzt können wir hoch. Ich lasse den erst drehen, wenn ich eine Position drin habe. Wenn ich selber eine Position platziert habe, lasse ich die automatisch hinterher drehen. So, jetzt haben wir den Rücklauf. Der Rücklauf dürfte bis hier hochlaufen. Einen Punkt. So. Dahin PLH1 mit einem Punkt lasse ich diese Order unter der letzten Kerze hinterherlaufen. Jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo er auch hin darf, nämlich genau da, wo er dann bremsen sollte. Wenn ich mich einstoppen lasse, so wie hier unter so einen Korrekturkerzen, führe ich diese Order mit einem Punkt Abstand unter der letzten Kerze hinterher. Woher kommt die 83? Genau, machen wir dazu mal einen neuen Chart auf. Dann kann man das. Diese Position ist jetzt automatisiert. Da brauche ich mir keine Gedanken mehr drum machen. Diese Position, egal wann die greift, ist voll automatisiert jetzt im Markt. Diese Order, diese Stop-Order, zieht jetzt hier automatisch hinterher, die wird jetzt hinterher getrailt, bis da, bis sie hier gefillt wird. Wenn sie gefillt ist, ist sie automatisch drin mit 10 Punkten Stop, 20 Punkten Take Profit. Und wenn wir 5 Punkte vorne, 10 Punkte vorne sind hier, dann geht der Stop automatisch BE. Da brauche ich mir keine großen Gedanken mehr drum machen. Und wenn wir diese Korrekturwelle sehen und diese Korrekturwelle sehen, dann sehen wir das. So, jetzt haben wir die 20 Punkte Stop. Und wir haben vorhin gesagt, hier in diesem Bereich müssen wir aufpassen. Das heißt, wenn er jetzt hier unten durchgeht, soll der Stop dann Break-Even gehen. Mein Stop wird nicht getrailt. Ich gehe lediglich hier an diesem Zielbereich hier unten ganz knapp darüber, gehe ich BE. Hier haben wir vorhin diesen Bereich eingezeichnet, der gefährlich werden könnte. Den sollte er mit Musik nehmen. Solche Sachen berücksichtigen wir bei der Positionsgröße. Wenn wir wissen, wir haben die ganze Bewegung hier vor der Nase, da. Die 50er hat er jetzt schon das zweite Mal durchstoßen. Hier kommen wir genau in den Bereich 61,866. Wenn wir das wissen, müssen wir aufpassen, wenn er diese Nummer hier nimmt. Wenn er hier eintaucht, könnte es
eng werden. Gerne spiket er hier mal ganz kurz durch und kommt wieder zurück. Wir sind hier am 50er Level, genau hier. Und wenn er jetzt hier oben drüber über diesem Hoch schließt, werde ich die Reißleine ziehen und werde diese Position schließen. Warum werde ich die dann schließen? Hier sind ein paar Leute dabei, die schon ein paar Jahre mit uns zusammenarbeiten. Wir haben hier das High 121,947. Wir sind genau an diesem Hoch. Richtig. Wenn wir jetzt hier ein neues Hoch kriegen, per Schlusskurs, 94,7, Schlusskurs, so. Dann muss mein Stop, so wie jetzt, der muss jetzt da oben drüber, weil wenn er hier jetzt hochballert, dann haben wir eine Aufwärtstrenddefinition. Wenn wir eine Aufwärtstrenddefinition haben, habe ich in einem Short Trade nichts mehr zu suchen. Deswegen muss ich mein Risiko minimieren. Bleibt mir gar nichts weiter übrig. Dieser Bereich, dieser Handelsbereich innerhalb unserer Zielbereiche ist nicht so, nicht ganz so einfach zu handeln. Wir sehen immer hier so eine schöne Trenddefinition. Hier hat er ganz gerne mal, gerade um diese Zeit zwischen 8 und 9, hat er auch ganz gerne mal Ausschläge, die nicht so angenehm sind. Die muss man dann abfedern können. Nee, wir sind nicht zum blinden Nachtreten da, sondern wir sind dafür da, euch unsere Sichtweise zu zeigen, wie wir solche Regelwerke anwenden. Klar kann man jetzt noch ein Pivot dazu nehmen, kann das noch dazu nehmen, kann das noch dazu nehmen, kann hier noch ein bisschen rumspielen, aber man verzettelt sich. Beim Zielbereichshandel ist der frühe Einstieg wichtig, richtig? Der ideale Einstieg wäre dieser Fehlausbruch, dieser Fehlbruch von der Linie hier oben, dieser Rücklauf hier wäre der ideale Einstieg gewesen. Du hast recht, Steve. Ja, einfach ein Ticket ziehen und dieses Ticket landet dann automatisch bei Ralf. Natürlich super, ne? Mein zweites Webinar mit FX Flat. Aber schön, sieht man mal, dass es keine Einbahnstraße ist. Börse ist nun mal kein Kinderturm. So, genau da haben wir jetzt die Aufwärtstrenddefinition, die wir befürchtet haben. Und dann muss ich die Reißleine ziehen. Ich muss nicht warten, bis er mir das Ding mit 10 oder 12 Punkten Stop holt, sondern muss ich die Reißleine ziehen. Nur dann komme ich auch mit einem blauen Auge irgendwo davon und kann dann auch konstante Ergebnisse erzielen. Ich arbeite nicht mit einem Pivot. Nur so zur Erläuterung, Steve aus der Schweiz erklärt mir die ganze Zeit, dass er jetzt hier als Dienstleistung, genau, dass er die ganze Zeit an dem und dem Pivot dreht. Nein, ich arbeite nicht mit Pivots, gar nicht. Außerdem höre ich nicht, was Schweizer sagen. Nie. Das war unser Regelwerk. Unser Regelwerk nach Euro Pro heißt, wir brauchen einen roten Hintergrund, den wir hier, der hier anfing zu laufen.
Wir lassen uns in der Korrektur, wenn er gelaufen ist, in der Korrektur, wenn der Hintergrund rot ist, unsere Wolke rot ist und alles nach unten zeigt, lassen wir uns short in der Korrektur einstoppen unter dieser Kerze. Das ist hier passiert. Und dann muss der Stop über dieses Hoch, genauso wie ich es erklärt habe, wenn wir nämlich dieses Hoch brechen, haben wir eine Aufwärtstrenddefinition. Eine Aufwärtstrenddefinition haben wir in einem Short Trade nichts zu suchen. Deswegen müssen solche Sachen hier ausgestoppt werden. Scalpen, so wie Dirk, der hier im Hintergrund ja ebenfalls anwesend ist, wie ich gesehen habe, eine große, der macht das gleiche Spiel im DAX. Vom DAX Scalpen habe ich keine Ahnung. Ich handle den DAX mittelfristig. Scalpen nur hier im Euro. Und Scalpen heißt, man muss ihm die ein oder andere Position mehr reinpacken, um dann im Endeffekt auch einen Erfolg hinzukriegen. Das geht über die Masse. Ja, da fehlt noch der richtige Schwung. Er war, gehen wir da mal hoch, ich habe doch vorhin noch einen neuen Chart aufgemacht, oder nicht? Machen wir es jetzt. So, den wechseln wir jetzt mal in Stundenchart und dann sehen wir nämlich, dass wir hier eventuell diese ganze Nummer erstmal ziemlich krass beenden können. Daher aus diesem Widerstandsbereich kam gestern auch die 2283. Da, 2283, das ist hier oben immer noch die Hürde, die hier genauso oft angelaufen werden könnte, rein theoretisch, wie da. Da kann er ruhig noch ein paar Mal gegenlaufen, was den DAX auch noch ein paar Mal nach unten drücken dürfte. Und wir haben im Großen und Ganzen diese Aufwärtsbewegung, die auskorrigiert werden sollte oder darf. Und die sollte Minimum bis in diesen Bereich hier laufen, die Korrektur. Hallo? Fadenkreuz. Bis 21,15 und 20,70. Bis in diesem Bereich sollte diese Korrektur nach unten eigentlich durchlaufen. Das, was wir heute hier haben, ist das Problem für jeden Händler, der dann versucht, mit Gewalt sich irgendwo hier eine Position rauszukitzeln. Ja, das ist ein Gefriemel heute oder wie man das auch nennen will. Wenn er sich natürlich ewig in so einer kleinen Range hier hin und her schaukelt. Wir haben das Hoch bei der 11. Und das Tief bei der 90, wir bewegen uns hier in so einer 20-Punkte-Range und das immerhin schon seit 2 Stunden. 3 Stunden fast. Seit 3 Stunden fast bewegen wir uns hier drinne. Und dann ist es immer schwierig, dann auch ein passendes Regelwerk zu haben. Das haben wir noch nicht. Jetzt haben wir hier im 5 Minuten Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Wir bewegen uns jetzt im 5 Minuten hier im Korrekturmodus. Ja. Dieser Korrekturmodus ist dann zu Ende. Wenn wir ein neues Tief haben, aber soweit sind wir noch nicht. Und im Moment fällt der DAX und solange wie der DAX fällt, so ist jedenfalls die letzten Tage immer gewesen, der läuft zum Euro konträr, solange, wenn der DAX fällt, geht der Euro in der Regel long. Klar, solche Sachen sind normal. Mein Regelwerk sagt, wenn wir ein neues Hoch haben, haben wir eine Aufwärtstrenddefinition. Wenn wir eine Aufwärtstrenddefinition haben, habe ich in einem Short Trade nichts zu suchen. So sind meine Regeln. Und an meine Regeln muss ich mich einfach halten. Klar wäre ich hier mit 10 Punkten Stop oder mit 12 Punkten Stop besser gefahren. Aber dafür gibt es ja Regelwerke. Nicht um hinterher zu sagen, so rum wäre es besser gewesen.
Da haben wir unseren 61.8er. Hier haben wir 61.8er Level von der gesamten Länge. Wenn das hier die 5-Minuten-Nummer ist, das hier die 5-Minuten-Korrektur, die hier einen Trend darstellt, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, dann muss dieser Trend gebrochen werden. Das hat er jetzt hier getan mit Schmackes, er ist mit Musik hier durch und dann warten wir auf den Rücklauf in unsere Wolke und dann steigen wir ein. Das gleiche Spiel hatten wir hier. Diese Nummer hätte, wie gesagt, hier die habe ich ja verpasst, aber ich weiß, dass Thorsten Hahn und so weiter sind ja ein paar Leute dabei. Thorsten mit Hahn, ne? Ah, Thorsten Ohne hat den Einstieg auch verschlafen. Thorsten mit H hat richtig Gas gegeben. Ja, es ist ein Unterschied, ob man alleine vor der Kiste sitzt und sowas rauskristallisieren kann oder ob einem 200 Leute zugucken, ne? Man dann auf zwei oder drei Schirmen arbeitet und dann noch was erzählen will oder erzählen muss. Nein, erzählen darf. So, hier, woher kam dieser Bereich? Tick. Auf den Tick genau sauber landen. Und solange er da jetzt nicht durchschießt, ist es schwierig, das Ding weiter zu reißen. Wir legen hier einen, ups, aus Versehen die Maus im Flug losgelassen. So. Wenn er diesen Bereich durchschießt, haben wir Luft bis hier unten bis zu 21,48 oder 21,37. Das wäre eine Idealgeschichte, wenn er da nach unten durchschießt. Die Nummer haben wir uns gerade im Stundenchart angeguckt. Wenn das Ding jetzt hier bremst, haben wir Bewegung. A gleich Bewegung C. Und dann landen wir hier oben bei der 1,2227. Alles kann, nichts muss. In diesem Bereich hier ist noch alles möglich. Auf jeden Fall sehen wir, dass hier die Masse der Leute reagiert hat, so wie wir es befürchtet haben. Aus dieser Aufwärtsbewegung, diese haben wir hier das Reaktionslevel. Man muss ja solche Zeit auch mal nutzen, mal zu analysieren, was hätte man anders machen können, anders machen sollen. Nach unserem Regelwerk, nach Europro, war es richtig, Zielbereichshandel hätte man hier starten müssen. Dieses Fehlsignal hier, zack, zack, da drunter, ne Steve, da drunter hätte man diese Nummer sofort direkt starten müssen, um sich diese Ziele
hier an diesem Ziel Break-Even zu gehen, an diesem, wenn er dieses Ziel hier unten anläuft, den Stop übers letzte hoch und hier unten kann man drüber nachdenken, ob man aussteigt oder ob man den laufen lässt bis zu 21,37. Man kann diese Nummer nur durchziehen mit einem größeren Risiko, richtig? Größeres Risiko, ja, gehe ich ab und zu mal ein. 12, 13 Punkte ist bei mir eigentlich Schluss. Mehr will ich nicht. Mehr verkraftet mein zartes Gemüt nicht. 12, 13 Punkte Stop, mehr will ich nicht zulassen. Meine fangen um 7 an. Also Serverzeit 8 Uhr. Für die neuen Interessenten, ja Steve, danke für den Hinweis. Für die neuen Interessenten, genau. Mein Tagesziel, unser Tagesziel liegt bei 12 bis 15 Punkte am Tag. Alles andere, was wir darüber hinaus machen, ist on the top. 12 Punkte, 12 bis 15 Punkte, kommt man damit aus. Ich mache hier einfach mal eine Rechnung auf. Wir arbeiten in der Regel mit 8 Punkten Stop. So 8 Punkte Stop und meine Hauptkonten, die wir handeln, aus denen wir unseren Lebensunterhalt beziehen, bewegen sich in der Regel um die 10.000 Euro. 10.000 Euro sind im Moment ungefähr 12.000 Dollar, über den Daumen, sind 12.000 Dollar. Bei 12.000 Dollar, ich fahre ein Risiko von 2%. 12.000 Dollar mal 2% sind zwei, nach Adam Ries und Eva Zwerg sind 240 Dollar Risiko, die ich eingehen darf. Mit einem Stop von 10 Punkten Maximum. Durchschnittlich arbeite ich, ihr habt vorhin gesehen, ich ziehe den Stop von 10 Punkten, ziehe ich den gerne auf 5 oder auf 6 Punkte. In dem Bereich fühle ich mich viel wohler. Nehmen wir mal die Mitte, 8 Punkte Stop. Mit 8 Punkten Stop und 240 Dollar Risiko, die ich eingehen darf durch 8. 240 durch 8 ist 30. Das heißt, ich darf 30 Dollar je Punkt riskieren. Das heißt, das berechtigt mich in 10.000 Euro Konto mit 3 Standard-Lots zu handeln. Wenn ich 3 Standard-Lots handle und meine 12 Punkte, 12, 15 Punkte irgendwie raushole mit 30 Dollar pro Punkt, dann sollte das für den Tag genug sein. Wer damit nicht auskommt, sollte sich mal überlegen, ob er vielleicht das Restaurant wechselt, in dem er mehr essen geht. Weiß, sonst benutze ich andere Begriffe, aber heute habe ich mir geschworen, bin ich mal anständig. Wir haben gerade gezeigt, die Position gestern ist mit 47 Punkten rausgeflogen, mit 47 Punkten. Wochenziel sind 43 Punkte, sorry. Wochenziel sind 50 Punkte. Das Wochenziel hatten wir gestern mit der einen Position fast im Sack, den DAX obendrauf, den wir gestern weit geschottet haben und ziemlich weit unten dann rausgenommen haben. Damit haben wir das Wochenziel drin, und dann kann man so eine kleine Position hier auch verkraften, wenn die einem wegfliegen. Oh, die FIBO-Jungs hier, die feiner Ton gefällt dir heute? Na super. Ich mache das ja auch nur, damit du dich wohlfühlst.
Die Jungs hier scheinen die Oberhand zu haben und damit dürften wir als nächstes die 22, 27, 22, 30 sehen. So. Und dann kann man sich sogar eine Uhrzeit dann dahinlegen und sagen, okay, dieses sollte passieren ungefähr bis 11.30 Uhr, also 10.30 Uhr mitteleuropäische Zeit. In dem Zeitfenster sollten wir dort oben ankommen. Sind Fragen zu unserem Regelwerk? Auch wenn der eine sagt, oder dazwischen ruft hier, es ist heute etwas konfus. Ist es wirklich so konfus? So viel durcheinander? Nein, ist es nicht. Nee? Okay. Dann darf man mich gerne unterbrechen und kann mir gerne sowas auch sagen. Ich wiederhole es auch gerne. Das heißt immer schön, lernen ist die Tochter der Wiederholung. Und ich wiederhole sowas auch gerne zwei, dreimal, bis es sitzt. Unser Ziel ist es bei uns in der Community immer, dass das Gegenüber, welches wir haben, oder die Leute, die uns zuhören oder die uns zuschauen, dass sie auch verstehen, was wir machen. Nicht nur zugucken und blind auf Knopf drücken, sondern immer, dass wir es verständlich rüberbringen. Das ist ja auch die Zielsetzung der Webinarreihe. Nicht hier einfach stupide irgendwas nachhandeln oder traden, sondern wirklich nachvollziehen, wie ein professioneller Trader sich vorbereitet und die Märkte sieht. Ja, manchmal redet man ja aneinander vorbei. Mein Ziel ist es ja, also wir machen ja so verschiedene Seminare, um die Zeit mal zu nutzen, bis wir jetzt in 5 Minuten wieder einen Trendwechsel haben. Bei ihr brauche ich nicht drüber nachdenken. Wir machen ja Seminare, davon machen wir 2 Tage Theorie. Am Samstag, Sonntag machen wir immer ganz bewusst Theorie, wo wir unsere Regelwerke euch näher bringen. Und den 3. Tag, den Montag, handeln wir dann auch live in Begleitung von Dirk, der hier im Hintergrund auch lauert, der dann auch Plattformschulung 2, 3 Stunden gibt und die Leute auch unterrichtet oder denen auch zeigt, wie man was wo einrichtet und bei uns auch anwendet. Oder in den Traderwochen, wo wir genau das Gleiche machen. Ich versuche dann nicht groß irgendwie was zu erklären, sondern ich denke dann einfach laut. Und dieses Lautdenken, einfach das zu machen, was man jeden Morgen tut und dann einfach erklären, einfach nur laut zu denken, was gerade in meinem Kopf irgendwie vorgeht, dann kann man das als Händler auch viel besser nachvollziehen. So, Stefan S. aus dem wunderschönen Bangkok. Alles gut nachvollziehbar, wenn man ausgeschlafen hat. Ja, bei dir ist ja schon Mittag, du dürftest ausgeschlafen haben. Frage, Einstellung der Wolke, habe ich am Anfang gesagt. Moin, die Wolke sind 2 Durchschnitte zur Trendbestimmung. Also erstmal, ob nur Durchschnitt oder sonst irgendwas, eigentlich völlig Banane. Zweitens, die Werte interessieren überhaupt nicht, weil wir die ständig anpassen. Immer wenn ein Update kommt. Macht es Sinn, als Anfänger von Euro Pro die Zielbereiche auszuschalten, um sich nicht irritieren zu lassen? Ja, macht Sinn. Fürs erste Mal viele Eindrücke, die sich erst mal setzen müssen. Genau dafür könnt ihr euch ja dann die Aufzeichnung nochmal anschauen. Aber wie funktioniert denn nun Forex Pro? Bisher konnte man das noch nicht so richtig verstehen. Irgendwas mit Wolke und? Okay, versuchen wir das Ganze nochmal nachzuvollziehen. Die erste Frage ist, haben wir übergeordnet einen Trend? So, übergeordnet einen Trend haben wir, fragen wir mal die Leute, die schon länger dabei sind, haben wir übergeordnet einen Trend, ja oder nein?
Ja, genau. Gucke, sogar ein Polizist aus Österreich weiß es. So, Lutz falsch, Thorsten falsch. So, jetzt haben wir den Abwärtstrend gebrochen. Wir haben noch keine Aufwärtstrenddefinition. Nein, die haben wir noch nicht, aber wir haben den Abwärtstrend. Bewegung, Korrektur, Bewegung. Mit diesem Tief haben wir den auch bestätigt. Hier dieses Hoch. Und dieses Hoch haben wir jetzt gerade hier gebrochen. Damit ist dieser Abwärtstrend nur eine Korrektur im übergeordneten Chart und hat genau hier in der 61,8 gebremst. Genauso sieht es aus. So, und jetzt brauchen wir ein tieferes, ein höheres Tief. Ein höheres Hoch haben wir jetzt. Jetzt brauchen wir ein höheres Tief, um den Abwärtstrend auch definieren zu können. Und genau da greift dann Europro. Jetzt sollten wir abwärts, wir sollten jetzt in 5 Minuten eine Korrektur kriegen, wenn diese Bewegung durch ist, sollten wir in 5 Minuten eine Korrektur kriegen und diese Korrektur versuchen wir hier am schwächsten Punkt zu erwischen mit Europro. Das heißt, wir brauchen den Rücklauf, wir brauchen eine Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und suchen uns dann in dem Bereich dieser Wolke, suchen wir uns einen Einstieg. Man soll ja laut denken. So, jetzt haben wir das gleiche Spiel, nämlich umgekehrt. Jetzt haben wir diese Abwärtsbewegung genau um 61 bis 66% korrigiert. Genau da hat er auch am 66er Level wieder gebremst. Genau das Gleiche, was er von der ganzen Bewegung hier gemacht hat, hat er jetzt von dieser Abwärtsbewegung da gemacht. Und die werden nämlich jetzt lange rumspielen und lange rum, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt long oder gehe ich jetzt short? Hier dann dieses 61,8er Level sagt long, dieses 61,8er Level sagt short. So, jetzt sagt der Engel auf der linken Schulter sagt jetzt Long, der Teufel auf der rechten Schulter sagt jetzt Short. Jetzt wissen wir überhaupt nicht, was wir machen sollen. Und genau für diese Zwecke haben wir nämlich Europro. Und Europro heißt Regelwerk. Erstens, haben wir übergeordnet einen Trend, ja oder nein? Noch ist er nicht sauber genug. Wir haben den Abwärtstrend gebrochen. Das ist das Einzige, was wir sagen können. Wir haben ein tieferes Tief, aber wir haben noch kein höheres Hoch. Höheres Hoch haben wir aber noch kein höheres Tief. So, und wenn er sich jetzt hier in die Korrektur begibt, was er hier jetzt gerade zu machen scheint, irgendwie diese rote Kerze, vielleicht macht auch zwei oder drei, diese Kerzen sollen jetzt in 1 Minute einen Abwärtstrend darstellen. Ja, wir sind dabei, ein Alarmsystem. Ich dachte, Forex Pro ist die Firma, Europro ist die Handelstechnik, die wir anwenden. Und Europro gibt Signale, aber an dem Signalsystem oder an dem Alarmsystem arbeiten wir noch. Ja, das Regelwerk ist nicht konfus, der Markt ist konfus. Damit hast du vollkommen recht. Kann man nebenberuflich das Europro-System auch nutzen, wenn man morgens keine Zeit hat für die Webinare? Deswegen habe ich eben mal versucht, das Regelwerk zu vermitteln. Das Regelwerk ist eigentlich auf jeden Indiz anwendbar. Unsere Indikationen, die wir hier dahinter geschaltet haben, sind allerdings auf den Euro-US-Dollar zugeschnitten, weil der Euro-US-Dollar für mich der gleichmäßigste ist. Das gleichmäßigste Werkzeug oder
das gleichmäßigste Handelswerkzeug, was man benutzen kann. Hat in der Regel nicht so eine extremen Ausschläge und macht uns nicht so sehr nervös. Deswegen handle ich im Euro-US-Dollar. Das Regelwerk hat den ganzen Tag Gültigkeit. Ich habe vorhin noch die Position von gestern gezeigt, die von gestern Nachmittag. Da sind wir sehr, sehr früh reingekommen, konnten die Position sehr weit laufen lassen. War eine Hammernummer, dafür hat sie uns ganz entspannt 43 Punkte gebracht, wenn man die Nerven behalten hat. War ja gestern Nachmittag um diesen Bereich, wo wir rein sind, 22,17, ist er lange noch rumgeturnt. Immer noch mal und immer noch mal, bis er nachher sich nach oben gelöst hat und dann endlich nach oben geschossen ist. Man musste den Stop sehr lange im Break-Even-Bereich halten. Und noch im Risiko halten, nicht im Break-Even-Bereich, sorry. Also Thorsten berücksichtigt auch höhere Zeiteinheiten wie H1 oder M15, in der Regel nicht. Nur für solche markanten Marken wie die 1,2283, die wir uns gestern rausgepoolt haben, habe ich vorhin auch erklärt, da zeige ich mir dann solche Sachen mal ein, solche Widerstandsbereiche hier und ziehe die durch, damit ich weiß, wenn er da reinläuft, muss ich wissen, dass dort Reaktionen erfolgen können. Ansonsten für die Trendbestimmung und so weiter ist es mir ziemlich egal. In 5 Minuten bewegen wir uns jetzt genau in der Korrektur. Wenn man dann zu konzentriert ist, wenn man es dann zu übertreibt, also wir haben es jetzt gleich um 9, ich sitze jetzt seit 2 Stunden hier vor der Kiste, wovon ich fast 1,5 Stunden reden muss. Beobachtet euch bitte selber mal dabei, wenn es um die Zeit geht, soll ich morgens oder soll ich abends oder wann soll ich handeln? Ich handle ganz bewusst morgens, ich handle morgens um diese Zeit, weil ich da ausgeschlafen bin, in der Regel sehr fit bin, mich hat noch keiner genervt, mir ist noch keiner auf den Keks gegangen, mich hat noch nichts irgendwo beansprucht und deswegen handle ich das morgens, sehe aber auch zu, nach 1,5, 2 Stunden mich vom Chart zu entfernen. Ihr werdet merken, wenn ihr konzentriert handelt, so wie ich das jetzt gerade versucht habe, rüberzubringen und zu zeigen, wenn man diese Nummer konzentriert durchzieht, da merkt man nach 2 Stunden, 1,5 Stunden, 2 Stunden ist man noch down, da ist man fertig. Das muss man sich dann auch einfach mal eingestehen und nicht über den großen Macker markieren und sagen, ich bin der Größte, ich bin der Stärkste, ich ziehe die Nummer durch, ich halte durch. Nee, unser Blick auf den Chart, der trübt sich nach 1,5, 2 Stunden ein. Wenn man konzentriert arbeitet, wenn man die ganze Zeit davor sitzt und nur zuguckt, wie die Kerzen hin und her laufen und ein bisschen hin und her tun, also eigentlich vorm Schirm sitzt und Fernsehen guckt, dann selbstverständlich nicht, dann ist man auch nicht so angespannt. Wenn man aber konzentriert handelt und sich die Nummern rauspult und alles berücksichtigen will, nehmen wir dann mal Bewegung 1, Bewegung A, ne? Bewegung 2 darf ein Tick länger sein als die erste. Und dann kommt die 3, die dürfte wieder kürzer sein. Dann sieht man, dass die Setups hier unten erst mal mit 3 Bewegungen durch waren und dann darf es auch wieder aufwärts gehen. Nach meinem Regelwerk muss ich dir recht geben, was ich vorhin geschrieben habe. Der Markt ist heute sehr konfus. Das ist auch genauso und in solchen konfusen Märkten muss man dann auch einfach mal sich eingestehen und sagen, okay, für mein Regelwerk, heißt, kann ja durchaus sein, dass andere nach so einem Regelwerk oder dass sie ein Regelwerk haben, was solche konfusen Märkte beherrscht. Mein Regelwerk beherrscht so eine konfusen Märkte eben nicht. Für Seitwärtsmärkte ist mein Regelwerk nicht gemacht und das Wichtigste, was wir lernen müssen, ist, ein Regelwerk einzuhalten. Die, die hier scheitern, sind meistens, sind ja viele,
Auch bei uns sind etliche dabei, die scheitern, aber nur deswegen, weil sie nicht in der Lage sind, sich zu disziplinieren. Ich weiß den Begriff, den kann man als Händler schon kaum noch hören. Und ein Regelwerk von Anfang bis Ende durchzuziehen. Deswegen, wer bei uns Kunde werden sollte oder bei uns Kunde wird, kriegt das Regelwerk als Handbuch zugeschickt per Post. Hat den Grund, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Leute sich ein Regelwerk nicht auf den Schirm in der PDF ziehen und da drin rumblättern, sondern die lesen das einmal durch, schieben das beiseite und meinen, sie haben es dann begriffen. Wenn man das dann in einer bestimmten in einer Papierform auf dem Schreibtisch hat, als Buch, dann kann man drin rumblättern. Wenn man dann unsicher ist, so wie heute hier, wenn man dann unsicher ist, kann man das Buch aufschlagen, kann dann drin nachschlagen und sagen, passt mein Regelwerk jetzt oder passt es nicht? So. Der Daniel, war der Rücklauf in die Wolke gerade nicht der Einstieg Euro Pro? Nein, wir sind hier in der 5-Minuten-Korrektur. 5 Minuten haben wir hier erst die Berechtigung oder haben wir hier erst gesehen, dass wir ein neues Hoch haben. Die Korrektur in 5 Minuten ist Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Das ist die Abwärtstrenddefinition in 1 Minute. Die sollte kaputt gehen. Die ist jetzt gerade kaputt gegangen. Jetzt brauchen wir den Rücklauf in die Wolke. So sieht das aus, mein lieber Daniel. Aber du wirst das ja in 4 Wochen im Seminar dann lernen, ne? Wenn du lernwillig bist. Und jetzt sehen wir, jetzt haben wir hier den Bruch mit dem Schlusskurs dieser Kerze an den Bruch vollzogen. Jetzt sehen wir auch, jetzt wird der Hintergrund blau. So. In 5 Minuten ist er noch nicht blau, die Jungs sind noch nicht so weit. Der Hintergrund zieht sich Signale aus übergeordneten Zeitebenen und diese Signale, die setzt er dann, also sucht sich die Richtung der übergeordneten Zeitebenen und zeigt uns anhand von der Farbe an, wie die übergeordneten Zeitebenen gebürstet sind, ob long oder short. So, die Eröffnung um 9 Uhr, die schauen wir uns jetzt noch an. Wir brauchen einen Rücklauf. Wir springen nicht Market rein, sondern wir brauchen immer einen Rücklauf. Und je mehr wir uns der 9 Uhr nähern, wir sind 8 bei 58, je mehr uns 9 Uhr nähern, wir sehen es, desto nervöser wird der Markt. Ideal wäre jetzt nochmal ein Rücklauf bis hier runter in die Wolke und dort können wir uns dann, 5 Minuten haben wir jetzt einen Trend, genau. Jetzt warten wir den Rücklauf mal noch ab und dann werden wir sehen, ob wir uns eine Position greifen können oder nicht. Wir haben es 58 und gleich 59. Kurz vor 9 ist immer ein bisschen schwierig, aber das werden wir ja gleich sehen. Die letzte Minute vor Frankfurter Eröffnung und zur Frankfurter Eröffnung werden wir jetzt mal gucken, vielleicht schießt er jetzt hier kurz runter und zur Eröffnung können wir uns dann vielleicht dort reinstehlen. Allerdings läuft er hier auch wieder an den Zielbereich, gleiches Spiel wie vorhin. So, 9 Uhr.
Jetzt sehen wir genau die Nervosität. Der Rücklauf war nicht weit genug. Der Rücklauf sollte bis hier runter in die Wolke laufen. Erst dann. Ich brauche den Rücklauf wenigstens in die Nähe der Wolke. Wenn ich das nicht habe, lasse ich die Finger davon. Richtig, heute laufen Sie nicht konträr. DAX und Euro laufen heute leider parallel. Ja, so, um mal auf die Regeln eingehen zu können, wir hätten hier einen Rücklauf gebraucht bis in diese Wolke. Hier das Korrekturende, hier den Bruch, den Rücklauf in die Nähe von der Wolke und dann den Entry. Den hatten wir nicht, deswegen konnten wir den Entry hier nicht nehmen. Nicht nach Regelwerk. Ich glaube, der Tag heute wird nicht einfach. Wer möchte, kann den Blog im Auge behalten. Ich werde ihn heute öffentlich schalten, nicht nur für Abonnenten, die den Blog auch gebucht haben. Ja, der kostet 20 € im Monat, sondern ich werde den Blog, soweit wie ich den heute führe, öffentlich schalten, mit alle Teilnehmer, die heute hier dabei sind oder dabei waren, das auch nachvollziehen können. Und wenn ich eine Position handle, werde ich die dort auch platzieren und ihr könnt es mitlesen. Und dann könnt ihr unsere Position auch nachvollziehen. Wie gesagt, wer möchte, kann sich heute Nachmittag gerne oder kann sich gerne melden. Dann können wir gucken, ob wir euch heute Nachmittag mit ins Webinar kriegen. Ich würde euch dann heute Nachmittag einladen, wenn ihr mir eine Mail dazu schickt oder beziehungsweise ein Kontaktformular ausfüllt, dann würde ich euch heute Nachmittag zum Webinar einladen. Vielleicht hat sich der Markt dann ein bisschen beruhigt. Den Link zum Blog ist, der ist immer da unter www.ufbas.de. Den schreibe ich mir unten mal rein in das Chatfenster. Upp. Da haben ihn alle. So. Hier könnte ich mir jetzt eventuell wieder was erlauben, wenn er ein Stück zurückläuft und die Wolke und die Unterstützung, unseren Zielbereich und die Wolke als Unterstützung hat. Aber im Moment, jetzt nach 2 Stunden, werde ich erstmal im Moment die Füße stillhalten, werde mir erstmal in Ruhe einen Tee holen und meine Nerven wieder runterfahren, ne? Und möchte mich jetzt auf diesem Weg auch erstmal hier verabschieden. Ja, wir machen morgens nur den Euro. Wir konzentrieren uns in der Regel auf Euro pro. Den DAX machen wir morgens selten. Den pflücken wir eher nachmittags auseinander. Es sei denn, es ergeben sich für den Tag sehr gute Chancen, die man morgens schon sehen kann. Dann pflücken wir die auch morgens mal auseinander. Aber ansonsten konzentrieren wir uns auf den DAX am Nachmittag. Und deswegen möchte ich mich jetzt hier auch verabschieden. Möchte mal Danke sagen an Nelson. Ich habe zu danken, Thorsten. Den Tee hast du dir aber auch verdient. Das waren wirklich schöne Einblicke, die du uns heute gewährt hast, auch wenn das Ergebnis wahrscheinlich für dich jetzt noch nicht zufriedenstellend war. Nichtsdestotrotz konnte man auf jeden Fall sehen, wie du dir den Euro entsprechend dir anguckst und mit deinem Regelwerk
das Ganze handelst. War übrigens ein schöner Einstieg hier bei den Fibo-Levels vorhin, long, also wirklich punktgenau. Und hier sind auch einige Teilnehmer, auch Kunden von dir, die entsprechend nach Europro tatsächlich auch Gewinne gemacht haben. Also Glückwunsch an der Stelle. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich, war für mich persönlich und ich denke auch für die Zuschauer und Teilnehmer, die sie auch hier auch in den Chat schreiben, ein wirklich tolles Webinar. Und ich bedanke mich für das Interesse. Wir waren ja wirklich so viele heute Morgen schon anwesend. Freut mich natürlich. Und wir werden ja mit Thorsten noch weitere Webinare dieses Jahr veranstalten. Und können Sie sich gerne dann entsprechend bei uns auf der Webseite registrieren. Die Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online, wie immer. Und dann, Thorsten, nochmal Dankeschön. Danke an die Teilnehmer. Viel Erfolg heute noch. Schönen Tag. Thorsten, du hast das letzte Wort. Jo. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, in 4 Wochen oder 5 Wochen irgendwie so um den Dreh rum machen wir ja, das ja genau, wieder. Wir haben einen Plan für das ganze Jahr aufgestellt, sodass wir so ein paar Webinare dieses Jahr ja zusammen machen. Ich hoffe, es war nicht zu konfus, auch wenn der ein oder andere das vielleicht so empfunden hat. Ich versuche, wie gesagt, morgens laut zu denken. Das, was ich mir rauspule und das, was ich sehe, das versuche ich hier umzusetzen. Wichtig ist es mir auch, zu zeigen, dass wir hier nicht zu der Kategorie hören, die nur labern, sondern wir handeln das auch. Wir machen das, was wir tun. Deswegen habe ich auch vorhin den Auszug gezeigt nach einem Monat auf diesem Konto bei FX Flat. Dieses Konto handeln wir nur schon seit Anfang Dezember und ich glaube, die Performance langt auch, um dafür zu sprechen. Ich bin sonst keiner von den Leuten, die immer damit rumprahlen. Guck mal, hier haben wir hier 100 Punkte gemacht, da 200 Punkte und da 300 Punkte. Sondern einfach zeigen, so, wenn man das konstant macht, egal wie groß das Konto ist, die Punkte sind ausschlaggebend. Nur deswegen haben wir das heute mal gemacht. Okay, nochmal danke auch an Dirk, der hier im Hintergrund mit dabei war, an unseren Support von Ralf und Dagmar, die hier mit dabei waren. Und danke an FX Flat und Nelson für die Möglichkeit, uns hier mal zu zeigen und einfach mal zu zeigen, was wir machen. Wenn Fragen dazu sind, nicht scheuen, uns eine Mail zu schicken oder ein Kontaktformular. Wir versuchen alles deutschsprachig, zeitnah am Telefon zu beantworten und auch mit euch auseinanderzuflücken. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt trotzdem noch einen schönen Tag und verabschiede mich mit Tschüss, Tschüss, Moin, Moin, euer Thorsten. Tschüss, Tschüss. Tschüss zusammen, danke.